Ann-Kathrin Rose, 24 Jahre alt und ich bin auf der Suche nach mehr. Entschuldigung, ich bin auf der Suche nach mehr. Können Sie mir helfen? Also mehr haben wir hier nicht, aber da hinten ist ein Tümpel. Prima, dann versuche ich es da mal. Danke. Mehr habe ich hier nicht gefunden. Aber ich will mehr. Ich will mehr entdecken und mehr erleben. Ich will spannende Geschichten und einzigartige Augenblicke. Ich will den Sommer meines Lebens auf meiner Insel. Norderney, da will ich hin. Ich mache mich schon mal auf den Weg in die Surfschule. Zu schön, um wahr zu sein. 4 Wochen eine Insel erkunden, surfen, relaxen und einfach die Sonne genießen und dafür auch noch Geld bekommen. Genau das erlebte die 24-jährige Studentin Ann-Kathrin gerade auf Norderney. Sie war die Gewinnerin der Aktion Sommer deines Lebens. Ob es für Ann-Kathrin wirklich ein unvergesslicher Sommer war, Cora Rehling hat sie auf Norderney besucht. Wochen Sonne, Strand und Meer. Ein Traumapartment gibt's dazu und außerdem noch 1000 Euro Taschengeld. Viele wollten den Traumjob haben. Sie hat ihn bekommen. Hallo, ich bin Ann-Kathrin und ich verbringe auf Norderney den Sommer meines Lebens. Die 24-jährige Studentin aus Hessen überzeugt mit ihrer sympathischen, natürlichen Art und ihrem ausgesprochenen Schreibtalent. Denn in Form eines Blogs teilt Ann-Kathrin ihre Abenteuer und Erlebnisse mit der ganzen Welt. Dafür ist sie täglich auf der Insel unterwegs. Also die Insel zu erkunden ist was ganz Besonderes, weil die Insel eben zwei Teile hat. Also es gibt die Stadt, wo viel los ist, wo viel Trubel ist. Und dann gibt es den Bereich mit den Dünen hier hinten am Ostende, wo wir jetzt ja auch gerade sind, wo es ruhiger ist, wo man die Natur mehr spürt. Und ich mag diesen Kontrast eben unglaublich gern. Mit ihrer Kamera ist die 24-Jährige immer auf der Suche nach spannenden Motiven. Es ist einfach ein besonderes Erlebnis, so am Strand entlang, mit den Füßen im Wasser, wenn das Meer einem so um die Zehen schwappt. Und man hat natürlich hier durch die Kamera ganz tolle Blickwinkel und auch großartige Fotos, die man ja sonst nicht machen kann. Man kann an die Wellen sehr nah ran, man kann das Wasser richtig greifen auf den Fotos am Ende. Und das sind eben Sachen, die man, wenn man das raue Meer schon mal hat, dann auch festhält. Einen Job hat die Studentin auf der Insel auch. Aber bevor sie an der Surfschule mit anpacken kann, muss sie natürlich auch erstmal selber sicher auf dem Brett stehen. Ich hatte ja zur Auswahl die Rettungsschwimmer, das Marketing und die Surfschule. Und ich habe gedacht, wenn ich auf einer Insel bin und dann noch 4 Wochen, dann ist das wirklich was, Surfen, was man lernen kann, wo man die Zeit rein investieren kann. Und so lerne ich eben die Seiten der Insel auch wirklich kennen, nämlich das Wetter, den Wind und das Meer. Surflehrer Gunther Bade hat allerdings noch so einiges mit Ann-Kathrin vor. Ich habe allerhand zu tun für Ann-Kathrin, das weiß ich noch gar nicht alles so genau. Jetzt ist ja Saisonende und wir werden natürlich auch Surfschüler noch haben, aber auf der anderen Seite auch ziemlich viel Abbauarbeiten und alles renovieren, Tische streichen, Surfbretter reparieren, neue Fahnen anhängen oder so. Da müssen wir uns noch mal was überlegen. Doch bis dahin kommt auf der Insel der Spaß nicht zu kurz. Ganz schön den Helm aufsetzen. Strandkapitän Heiko Hoffmann, also der Strandchef, nimmt Ann-Kathrin ausnahmsweise auf dem Rettungsjetski mit auf eine Spritztour.
Es war total spektakulär. Auf dem Jetski sind natürlich heute jede Menge Wellen. Das ist perfekt. Man kriegt jede Menge Salzwasser ins Gesicht, aber so soll es auch sein. Also es ist echt ein einzigartiges Erlebnis. Dass Sie mit Ann-Kathrin die richtige Wahl getroffen haben, davon ist Inga Devermann vom Inselmarketing überzeugt. Mit der Ann-Kathrin sind wir sehr, sehr zufrieden. Das war genau die richtige Wahl. Sie wurde aus insgesamt 40 Bewerbern ausgewählt und begeistert uns jetzt täglich mit tollen Blog-Einträgen, bezaubernden Fotos und den schönsten Videos. Die Messlatte liegt auf der Trauminsel natürlich hoch. Doch bei einem ist sich die Gewinnerin sicher. Der Sommer deines Lebens ist natürlich ein großer Begriff, ne? Und man weiß nicht so richtig, was einen erwartet. Aber mit den ganzen Erlebnissen ist es einfach der Sommer meines Lebens. Und bei dem Blick vom Balkon ihres Traumapartments kostet Ann-Kathrin jede Sekunde aus. Vom Sommer ihres Lebens.